Yo Friends, was geht ab? Willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es nicht um mich, sondern um den Nico. Nico ist der Gewinner von meinem Instagram-Gewinnspiel. Okay, der zweite Gewinner. Enrique hätte normal gewonnen, aber er hat es abgegeben, weil er heute, glaube ich, keine Zeit hat oder so. Jeder, der mir auf Instagram folgt, weiß genau, dass ich öfters Gewinnspiele raushaue. Also folgt mir alle auf Instagram, dann verpasst du kein Gewinnspiel mehr. Ja, ich würde sagen, wir fahren jetzt zum Friseur, Friseursalon New Style. Ich bin schon spät dran, deshalb keine Zeit verlieren. Bis gleich. Jo, wer meine Videos verfolgt, der weiß genau, dass der Friseurladen meines Vertrauens Friseursalon New Styles ist. Nochmal beste Grüße und ich habe den Chef getroffen und habe ihm von meinem Gewinnspiel erzählt auf Instagram, dass ich halt einen Gewinner raussuche und der bekommt auf meine Kosten einen kostenlosen Haarschnitt. Und der hat gesagt, weißt du was, du brauchst es nicht von deiner Tasche zu bezahlen, ich mache dir einen Gutschein fertig und wir übernehmen das Gewinnspiel und hat mir einen Gutschein gegeben. Auf jeden Fall, beste Ehrenmann-Aktion, nochmal vielen herzlichen Dank dafür, macht auch nicht jeder. Dann würde ich sagen, fahren wir jetzt zum Friseursalon New Styles und warten auf den Gewinner. So Friends, ich bin jetzt in Lorsch, hab das Auto geparkt und mal schauen, ob der Gewinner schon da ist. Denn MM1 hat heute Verspätung. Kommt aber nicht immer vor, liebe Freunde. Da vorne sitzt er schon. Der Gewinner. Herzlichen Glückwunsch, servus. Mit der Unterstützung. Servus, Unterstützung. Was geht, Jungs? Alles gut bei euch? Ja. Habt ihr lang gewartet? Nein, nicht. Nee? 11:30 waren wir da. Okay, Enrique ist hier abgesprungen, jetzt bist du der Gewinner. Ja. Ich darf dir den Gutschein überreichen. Dankeschön. Bitte, bitte, bitte. Und hast du dich gefreut, oder? Auf jeden Fall. Ja, geil. Ich wollte eh schon zum Friseur gehen, weil ich kam ja gerade vom Urlaub aus Polen. Krass, geil. Und deswegen wollte ich zum Friseur gehen eigentlich morgen und dann passt eigentlich perfekt. Perfekt. Steh mal auf, ich will gerade mal vielleicht zeigen, wie du im Moment aussiehst, dass wir einen Vorher-Nachher-Vergleich haben. Ja, so drehen, einmal so drehen. Da kann man auf jeden Fall was machen. Auch von oben ein bisschen kürzen. Ja, auf jeden Fall. Wie trägst du so deine Haare? Seiten 0 oder was? Seiten 0 auf 2 mm Übergang. Aha. Dann mit Seitenscheitel. Korrekt. Und hier nochmal kurz und nach hinten. Also so ein bisschen wie bei mir, oder? Ja, so ungefähr. Seiten auf 0 ist immer gut, ne? Das hält auch am längsten, ne? Ja, hoffentlich. Brauchst du 14 Tage nicht zum Friseur zu gehen. So, jetzt wird der Gewinner hier ein bisschen fresh gemacht. Kostenlos ist immer die beste Frisur, gell, Nico? Chillig. Nico, alles klar? Ja. Korrekt. Ja, Freunde, wir sind jetzt mal kurz rausgegangen. Der Nico wird drin fresh gemacht. Es dauert noch ein bisschen, bis er rauskommt. Wenn euch das Video gefällt, auf jeden Fall Daumen nach oben und den Kanal abonnieren, dass ihr keine weiteren Videos verpasst, liebe Freunde. Enrique kann heute nicht, deswegen hat das an Nico abgegeben. Okay. Sehr große Ehrenmann-Aktion. Er hätte ja auch noch warten können und irgendwann später den Gutschein einlösen können. Aber er hat gesagt, er gibt es lieber so ab. Jetzt Nico der Glückliche. Okay. Genau. Korrekt. Nee, korrekt auf jeden Fall. Sind auf jeden Fall null. So muss es sein. Der Nico ist auch der junge Mann, der die Box-Challenge gewonnen hat. Das Video füge ich jetzt auch mal in die Videobeschreibung mit ein. Und was hat der Gewinner gekriegt, Nico? 1 Euro und Döner. Hast du dir auch einen Döner geholt oder was anderes? Weiß ich noch gar nicht mehr. Es war ein Döner, ich weiß es noch. Gut, da war's leider. Korrekt, Nico ist korrekt, wirklich. Der Gewinner hat einen Döner gekriegt. Ja, ja. Nee, sehr gut, also sieht sehr gut aus, ja. Macht viel Spaß, ja. Danke, danke dir, auch. Danke. Und wo sollen die Leute hinkommen? Friseursalon, New Style. New Style, ja. Genau. Kaiser Wilhelmplatz. Kaiser Wilhelmplatz, ja. 10. So, korrekt, danke dir. Fährt, mach's gut, ja? Mach's gut, ja, ciao. Danke euch, ne? Ciao, ciao. Oh, Freunde, der Nico ist hergestellt, liebe Leute. Und wie fühlst du dich? Sehr gut. Was Haare und Bart ausmacht, ein ganz neuer Mensch, Nico. Ich hoffe, es hat dir auch gefallen, auf ja? Auf jeden Fall. Willst du vielleicht noch was sagen, oder? Ja, kommt auf jeden Fall hierher. Müsst ihr auf jeden Fall hier Friseur schneiden, vor allem bei ihm, der ist der Beste, finde ich. Und einfach geil. Mega. Friseursalon New Style in Lorsch, Kaiser Wilhelm Platz 10. Freunde, kommt vorbei, wenn ihr einen krassen Haarschnitt oder Bart haben wollt. Wir blenden jetzt nochmal einen Vorher-Nachher-Vergleich ein, liebe Freunde. Bleibt dran.
Jo Freunde, was geht ab? Das war's von meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nochmal fetten Dank an Friseursalon New Style, die die ganze Aktion hier übernommen haben. Haare, Bart, alles wird übernommen. Krasse Aktion, nochmal fettes Danke. Ja, kommt alle vorbei, Kaiser Wilhelm Platz 10. Wenn ihr einen krassen Haarschnitt haben wollt, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Daumen nach oben würde uns auf jeden Fall sehr freuen und ich glaube, Nico will jetzt noch eine Kleinigkeit loswerden. Folgt auf jeden Fall meine moralische Unterstützung Leon, Lit Boy auf Instagram. Und folgt mir auf jeden Fall auch nico.ondage. Dann verpasst ihr nichts und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.